Und so enden weitere 12 Monate. Voller Herausforderungen und Möglichkeiten. Du hattest viele Tage Zeit, um das Beste aus dir herauszuholen. Du hattest generell viel Zeit. Doch wie hast du diese Zeit genutzt? Hast du den ungeheuren Wert deiner Lebenszeit erkannt? Oder hast du die Dinge einfach passieren lassen und warst passiv? Was ist die Basis von unseren Handlungen? Vor den Handlungen kommt immer eine Entscheidung zur Handlung. Und diese Entscheidung hängt von dem ab, was wir wissen. Unser Wissen, was wir haben. Setzen wir es dazu ein, um ein besseres Leben zu führen oder nicht? Das hängt alles ab von den Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen. Wofür hast du dich letztes Jahr entschieden? Und wofür hast du dich dieses Jahr entschieden? Welche Entscheidungen haben dein Leben stark verbessert? Und welche Entscheidungen haben dazu geführt, dass nicht nur dein Leben sich verbessert hat, sondern auch das Leben von den Menschen in deinem Umfeld? Jedes weitere Jahr, das wir bekommen, ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass es noch nicht vorbei ist. Dass das Leben möchte, dass wir hier noch etwas machen, uns beteiligen, unsere Schöpferkraft entdecken und erschaffen. Auch wenn wir mal wütend werden, wenn wir traurig sind, frustriert, weil die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen. Das Leben schenkt uns trotzdem noch weitere Tage und weitere Monate, um zu wachsen, zu leben und uns zu entfalten. Es wartet auf uns, endlich zu handeln. Zu entdecken, was möglich ist, zu lernen und dieses Leben, dein Leben, tiefgehend zu erkundschaften. Dich zu entdecken, darum geht es in diesem Leben. Wie hast du deine letzten Monate und Tage verbracht? Wie tiefgehend hast du das Leben das letzte Jahr entdeckt? Jeden Tag, den wir bekommen, um noch ein bisschen Luft in unsere Lungen zu atmen, ist ein Geschenk, obwohl es sich für uns schon so normal anfühlt. Dass wir vergessen, dafür dankbar zu sein, für die kleinen Sachen, die eigentlich riesengroß sind. Fokussierst du dich vielleicht auch eher auf das Äußere? Versuchst dein Glück durch äußere Dinge zu befriedigen? Man kann es nicht oft genug hören. Es wird uns nichts Äußeres dauerhaft glücklich machen. Nichts. Das Glück liegt in dir. Bist du dankbar für das letzte Jahr? Hast du die ganzen kleinen Dinge gesehen, die das Leben dir geschenkt hat? Wie Gesundheit, das Atmen und allein deine Lebensenergie. Der Fakt, dass du am Leben bist. Wenn du all die Erfahrungen aus den letzten 12 Monaten zusammenzählen würdest, dann würdest du die Basis erschaffen für dein neues Jahr. Alles, was du jetzt tust, beschert dir deine Zukunft. Alles, was du in der Vergangenheit getan hast, hat dir dein Jetzt beschert. Und egal, wie du deine Vergangenheit siehst, das hier ist kein Ende, denn das Leben hat dir einen weiteren Tag geschenkt. Du stehst am Horizont. Die Sonne geht wieder einmal für dich auf und es ist ein Neuanfang, Tag für Tag. Bist du stolz auf dein Fundament, was du dir erschaffen hast? Bist du dankbar für all die Möglichkeiten und Erfahrungen, die dir gegeben wurden, um dieses Fundament zu errichten? Das hier ist nämlich deine ganz persönliche Erfahrung auf diesem Planeten. Niemand hat das Leben, was du führst. Niemand hat deinen Fingerabdruck in diesem Leben. Und wenn sich in dir der Wunsch regt, voranzuschreiten, dann bitte, lass mich dir eines in Liebe und Respekt sagen. Du wirst nur dann andere Ergebnisse erzielen, wenn du andere Gedanken und Gefühle in dir erzeugst, dadurch andere Entscheidungen triffst und dadurch anders handelst. Wenn dir ein Ort nicht gefällt, hast du die Möglichkeit, diesen Ort zu verlassen, oder nicht? Wegzulaufen, Schritt für Schritt. Du musst dich nur dazu entscheiden. Wenn dir der Ort nicht gefällt, an dem du gerade in deinem Leben bist, entscheide dich dafür, ihn zu verlassen und geh in Richtung deiner Bestimmung. Bessere Ergebnisse,
kommen durch bessere Handlungen. Und wie kannst du besser handeln, bessere Entscheidungen treffen? Indem du Erkenntnisse bekommst. Wissen aus Erfahrungen, aus Büchern, aus Gesprächen, aus einem Coaching, was auch immer dir hilft, um die sich konstant verändernde Welt, um das konstant sich verändernde alles, was ist, besser zu verstehen. Hast du letztes Jahr etwas Neues gelernt? Etwas Neues erfahren? Was dazu geführt hat, dass du die Welt, in der du jetzt lebst, besser verstehst? Deine innere Welt vielleicht? Oder die äußere? Welche Lektion hast du in diesen vielen Erfahrungsstunden in der Schule des Lebens gelernt, die dich nun hierhin geführt haben? Wie bereit bist du für das neue Jahr? Wenn du deine Augen zumachst und über dein letztes Jahr nachdenkst, woran erinnerst du dich dann blitzartig? Bring dich diese Erinnerung zum Lachen und geben sie dir ein Gefühl der Zufriedenheit? Vielleicht fühlst du aber auch Scham oder Angst und belässt diese Erinnerung lieber in der Vergangenheit. Wir sind nicht hier, um zu urteilen. Die Entscheidungen, die du in deiner Vergangenheit getroffen hast, können wir nicht verändern. Und nun bist du hier und atmest. Das hier ist eine neue, wichtig neue Sequenz deines Lebens. Ein neuer Film mit einer neuen Leinwand. Du entscheidest, was für einen Film du dir dieses Jahr anschaust. Du kannst Dinge anders machen. Du hast das Potenzial. Du hast die Möglichkeiten, um andere Ergebnisse zu erzielen. Aber dazu ist es wichtig, andere Entscheidungen zu treffen. Die Frage ist, bist du bereit, dieses neue Jahr mit einem offenen Herzen und einem offenen Geist zu begrüßen? Bist du wirklich bereit, dich auf das zu fokussieren, dich auf das zu konzentrieren, worauf es für dich ankommt? Auf das, was du wirklich willst? Vielleicht hattest du in der Vergangenheit nicht den Mut, jede Möglichkeit zu nutzen und etwas daraus zu machen. Aber jetzt hast du sie. Und falls du so etwas wie eine Erlaubnis brauchst, um das zu tun, was du willst, dann gebe ich dir diese Erlaubnis gerne. Auch wenn du keine brauchst. Aber manchmal denken wir, wir dürften nur das tun, was wir wollen, wenn jemand uns das auch erlaubt. Also, liebe und tu, was du willst. Hier ist die offizielle Erlaubnis. Liebe und tu, was du willst. Was wäre, wenn du dich jetzt dazu entscheidest, dass das, was andere Leute von dir denken, nicht mehr an erster Stelle steht? Nicht wichtiger ist, als dich selbst zu verwirklichen. Du bist großartig und stehst selbstbewusst für das ein, woran du glaubst. Und es muss für niemand anderes Sinn machen, denn du bist nicht niemand. Hauptsache, es macht für dich Sinn. Was ist, wenn du dich jetzt dazu entscheidest, dich selbst an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen? Und in dich und deine Träume investierst, in das, was dein Herz wirklich will. Mit deiner Zeit, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen und auch mit deinem Geld. Investier in dich. Was ist, wenn du deine harte Arbeit in einen bestimmten Bereich steckst, der dich erfüllt, der dich glücklich macht? Was ist, wenn du so sehr danach strebst, dass du in diesem Bereich dann zu einem Experten, einer Expertin wirst? Was wäre, wenn du mehr liest und mehr lernst? Vielleicht von denen, die schon das haben, was du willst. Die in deiner Welt schon erfolgreich sind. Wir sind umgeben vom Leben. In allen möglichen Formen, Schattierungen, Farben, Ebenen, Level. Wir sind enormen Mengen an Informationen ausgesetzt. Und das ist positiv, wenn wir diese Informationen für das nutzen, was wir wirklich wollen. Was ist, wenn du dich dieses Jahr dafür entscheidest, deinen Geist noch einmal zu öffnen und dir eingestehst, dass du noch nicht fertig bist und du immer noch eine ganze Menge lernen kannst und darfst, wenn du es willst? Was ist,
wenn du dich dazu entscheidest, dass die nächsten 12 Monate dafür genutzt werden, um auf das nächste Level zu kommen. Wie auch immer dieses nächste Level für dich aussehen mag. Ich würde mir das sehr für dich wünschen. Denn ich glaube an dich und dein unerschöpfliches Potenzial. Deswegen mache ich das hier. Aber weißt du, was ich nicht kann? Ich kann dir die Entscheidung dazu nicht abnehmen. Dein Leben wird sich verbessern, wenn du die Entscheidung dazu triffst und die entsprechenden Handlungen ausführst. Es ist Zeit, dein Potenzial zu entfalten. Und merk dir eins, dir fehlt nichts. Du hast alles, was du brauchst. Es steht dir alles zur Verfügung, um diese Veränderung herbeizuführen. Willkommen auf dem nächsten Level. Danke für das letzte Jahr. Danke, dass es dich gibt. Dieses Jahr gehört dir. Entscheide dich, unbesiegbar zu sein. Next. Falls du Interesse an einem persönlichen Coaching mit mir hast, wo wir dein Selbstbewusstsein auf das nächste Level bringen, Ängste auslöschen und Blockaden zerschmettern mit wissenschaftlich fundierten Methoden, dann besuche jetzt meine Website www.thenextlevel.de und buche dein persönliches Coaching mit mir. Ich freue mich, von dir zu hören und danke, dass es dich gibt.